Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir machen munter weiter. Im letzten Part haben wir einen weiteren Turm aktiviert. Haben dann gegen die Monster hier auf der Brücke gekämpft mit der Monsterwehr zusammen. Und ja, nun arbeiten wir uns ein bisschen weiter in die Richtung vor, denn da vorne ist nicht nur ein weiterer Tempel oder Schrein, sondern auch noch der nächste Turm. Und damit haben wir die Karte dann fast vollständig aufgedeckt. Das ist nicht mehr viel. Das schaffen wir heute noch. Brücke von Akala. Wir müssen dann nur noch irgendwie nach Akala hoch, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Liegt hier ein bisschen Baumaterial rum? Nö, aber ach, guck mal, hier ist eine Treppe. Nehmen wir doch einfach die Treppe. Mal schauen. Ich weiß nur, bei Hyrule Warriors, dem zweiten, gibt es auch ein... Oh, warte. Stopp, stopp, stopp. Gibt es auch eine Mission, die hier vor diesem Ort spielt. Also nicht nur, dass hier wieder so einer ist, der uns da in irgendeine Höhle führen wird. Mal sehen. Ich schieße den mal eben ab. Okay, oder auch nicht. Wo rennt er denn hin? Da vorne einfach nur rein, ne? Okay. Wir fliegen da mal eben rüber. Und schauen einfach mal, was dort passiert. Oh, oh. Leute, ich habe gerade einmal kurz auf meine Finger geguckt und ich habe gerade Altpapier klein gemacht. Und irgendwie ist mein kleines Pfötchen jetzt weh. Ich habe mich bestimmt geschnitten. Komm her, du. Komm ran. Bums. Wollte ich nur mal eben checken, aber ich sehe nichts. Hm. Egal. Davon darf man sich nicht unterkriegen lassen, ne? Hier wird munter weitergearbeitet. Tja. Rindor. Ruine der Akala Festung. Ich stehe auf Ruinen. Zwei Händler, kann ich den mitnehmen? Nee, Waffentasche ist leider voll, aber wir merken uns mal, dass er da ist, falls uns gleich beim Zerhauen wieder irgendwas kaputt geht. Entdeckt. Höhle an der Akala Festung. Ich stehe auf Höhlen. Ja, dann lass uns mal gucken. Ich muss ja echt gestehen, es macht eine Menge Spaß in diesem Game, Höhlen einfach nur zu erkunden. Ja, gerade schon. Okay, das ist nur so ein Affenvieh. Viel zu niedrig. Jo! Sein Köpfchen getroffen, passt. Bis der jetzt rafft, dass wir hier sind, können wir uns erstmal hier drum kümmern. Dann kümmern wir uns gleich um ihn. Den Affenmann! 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 So, bist du jetzt mal tot? Dankeschön. Gib mir deine Sachen. Nächster bitte. Oh. Und den Rest machen wir dann so. Wunderbar. Noch ein Affenmann. Da hinten ist irgendwie noch einer. Da hat aber unser kleiner Tulin mal ordentlich drauf gemeldet. Läuft. Affenmann. Tut dir dein Popo weh, dein Püppchen? Hat hier einer auf dein Püppchen gehauen? Ja, es tut mir leid. Aber du, du bist ja next, ne? Ding, 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 ding. Ich würde sagen, okay, da ist noch einer. Nehmen wir ruhig den guten Bogen. Aber nicht den besten. Den mittelguten. Und rauf! Zu der Anführer. Zu der König hier. Wer bist du? Ding, ding, ding. Mhm. Dankeschön. So. Dann wollen wir das doch auch mal eben einsammeln. Jetzt wird erstmal wieder gelootet. Ich hatte gerade das Elex-Ding. Wollte so gucken. Dass ich meine Sonnenbrille aufsetze, die alle Items highlightet, aber falsches Spiel, ne? So, und hoch hier. Jups. Link hat keine Sonnenbrille, die einem alle Items zum Einsammeln anzeigt. Aber braucht man eigentlich auch wirklich nicht. Das geht hier noch ganz solide, klar, alles zu sehen, was lootbar ist. So, natürlich ganz wichtig, die dicke Kiste auch einsammeln. Hallo? Jupp. Langstock mit Gardeschwert. Ey, 32 Schaden. Krass. Was schmeißen wir denn da mal für weg? Für den Langstock mit Gardeschwert. Ja, schwierig. Nehmen wir das Schwert hier. Komm. Auf den Boden! Dankeschön. Erleuchtsam einsammeln und weiter geht's nach oben.
So, wie geht's weiter? Hui! Oh, herrlich, du. Wie schön hell das auch ist, wenn das brennt, ne? Oder? Wunderschön. Ding, ding. Dö-ding, ding. Wir müssen übrigens immer noch einmal in diese eine Höhle rein, wo uns noch von der Hyrule-Rüstung eine Sache fehlt, ne? Nützt nix. Und da ja nun seitdem einige Blutmonde schon wieder ins Land gestrichen sind, wird die wohl auch wieder voller Gegner sein, ne? Oh. Wo sind wir denn hier? Oh, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Aber ich habe das Vieh da drin nicht gesehen. Ah. Ich bin skeptisch. Naja. Nu. Versuchen wir mal nach... Oh, ja doch, warte, hier wäre es gegangen. Oh, warte, jetzt. Los, schnell, nach oben. So kommen wir nämlich wunderbar nach oben auf diese Ruine drauf, wo ja ein Tempel ist. Schrein, ich weiß nicht, wie wir sie nennen wollen. Leuchtsteinchen, ja? Oh, aber gerade on the edge, ne? Aber hallo. So, wunderbar. Jetzt sind wir ganz hier oben und hier irgendwo, ich habe ihn ja schon gesehen, wenn wir dem grünen Lämpchen folgen, in diese Richtung, wird er irgendwo sein. Und wenn er dann scheint mit seinem gleißenden Licht in unsere Richtung. Bin ich überhaupt richtig? Oder bin ich auf der falschen Seite? Oh, wie schön das aussieht. Oder? Ich mag diese Bäume. Oh, warte. Das Grün ist der hier. Nicht der Schrein. Was ist das da unten? Ich sehe Gegner. Aber eigentlich sind wir auf der Suche nach, dem Schrein. Der muss hier auch noch irgendwo sein. Der Schrein wird hier irgendwo sein. Wir werden ihn finden. Irgendwo hier oben on the edge stand der rum. Oh nein. Oh oh. Das ist nicht gut. Lass mal die Verlassung einleiten. Da ist der Schrein. Gegen diese Hände habe ich noch keine wirkliche Methode gefunden, die sicher ist. Deswegen die ignorieren wir mal schön weg. Erstmal. Hier so ein paar Kanonen. Domsu-Ino-Schrein. Hallo, Domsu-Ino-Schrein. Schön ist das hier, wa? Schöne Aussicht, du. Und hier kommt der Gubbel runter, ne? Da kümmern wir uns als nächstes drum. Also keine Sorge, ich mache eben noch die restliche Map, dass wir die aufgedeckt haben. Dann gehen wir erstmal nach Kakariko und nach Hateno. Und wenn wir das durch haben, dann steht als nächstes auf jeden Fall, stehen die Zora an und dann geht's ab in die Wüste, ne? Das wäre so mein Plan. Und wenn wir dann alles haben, alle vier Völker gesehen haben und alle vier Main-Quest-Lines erstmal erledigt haben, sammeln wir alles an Schreinen, was noch über ist, ne? Und wenn wir das haben, machen wir dann den Endbosskampf. Und wenn wir das haben danach, dann startet der Moment des Collectens. Ich hätte schon irgendwie, also noch habe ich Lust, die ganzen Crocs zu sammeln. Das fand ich damals halt einfach wirklich mega entspannt. Aber da nimmt man sich natürlich eine Map zur Hilfe, ne? Ohne eine Map wird das nichts. So, jetzt habe ich leider nicht gelesen, was hier das Motto vom Schrein ist. Das heißt, wir müssen das so rausfinden, aber das schaffen wir schon. Wir werden den Weg schon finden, nicht wahr? Wir sind doch hochbegabt, Leute. Wir sind doch hochbegabt. Flup. Aha. Was haben wir denn hier? Ah ja. Ah, stopp. Oh. Okay, wann hört es wieder auf? Ach so. Einmal hauen und ausmachen. Voll gut. Okay, sind auch so ein paar Nägel noch irgendwie am Stisselmanissel. Da ist eine Kiste, die können wir erstmal einsammeln. Oder müssen wir mal überlegen, wie es gleich weitergeht. Also wo wir überhaupt hin müssen. Ich habe noch nicht so den Plan. Wir müssen irgendwo hin. Irgendwo müssen wir hin. Ein Sonau-Energiesphäre. Schön. Moment, das sind keine Nägel, oder? Das sind nur Lampen. Warte mal. Ja, das sind nur Lampen. Das sind gar keine Nägel. Okay. Ja, dann.
Boah, da wird er mir ganz anders, Mann. Okay. Cool. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und dann nochmal draufballer. Oh oh, oh oh, okay, das wird nix. Oh. Hm. Da oben ist der Ausgang. Ach du Scheiße. Also wir müssen irgendwie nach oben. Na, das wird lustig. Da sehe ich mich. Also hier sehe ich mich ewig, ne? Da sage ich, wie es ist. Hier sehe ich mich ewig. Ich würde jetzt hier einmal die Drehung wagen. Kann man denn hier nach oben? Geht das? So weit weg, ne? Ja. Blöd. Dann hauen wir da nochmal wieder drauf. Jung, 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 jung. Mir wird ein bisschen latent übel. So. Du. Der ist zu hoch. Alter, das wird interessant. Wie kommen wir denn da hoch? Also ich habe noch keine Idee, gestehe ich ein. Bin noch ein bisschen komplett lost. Aber es kann ja noch werden. Ich schieße da immer drauf. Ah, okay, warte mal. Das könnte jetzt passen. Das könnte so gehen, dass man da hochkommt. Nee. Alter, das ist ja unglaublich. Wir müssen von außen irgendwie da dran. Also von außen müssen wir irgendwie auf diesen Kasten drauf. Anders geht das ja nicht. Mal sehen. Ich gehe mal hier wieder raus. Das ist auch etwas auffällig, dass man hier so raus kann, oder? Und dann baller ich da jetzt nochmal drauf. Lass den nochmal drehen. Sehr verwirrt. Guck mal, kann ich diese Kiste schon mal öffnen? Das ist doch ein guter Start. Als Pfeil, 10 Stück. Okay, pass auf. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und da drauf schieße, geht's ab. Noch hänge ich hier, ja. Guck mal. Geil, wir sind irgendwie weiter oben jetzt. Da oben ist auch der Ausgang, aber ich glaube, die Decke ist immer noch zu hoch, als dass ich da mit diesem... Das geht leider noch nicht, nee. Und so viel höher bin ich auch leider nicht, muss man wirklich eingestehen. Da wäre mehr drin. Oh, ich drehe nochmal. Der dreht ja immer in diese Richtung. Das funktioniert nicht. Wenn ich aber jetzt... Warte mal. Muss da außen nochmal drehen. Wir müssen von außen nochmal drehen. So wird das nichts. Werde ich wohl... Ja, warte, ich probiere mal mein Glück. Das ist bestimmt mega einfach. Ich habe halt einfach voll keinen Plan. Und deswegen macht mir das gerade unnötig kompliziert. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass das mega easy ist? Ich wollte jetzt hier nochmal drauf. So.
Und hier aus komme ich jetzt aber nicht wieder. Ne, ich muss ja nochmal. Ich bin aber nicht mehr auf Ausgangsposition. Das ist okay. Wenn ich jetzt mich hier hinstelle und die Drehung einleite, was passiert dann? Ich raff das überhaupt nicht. Ohne Spaß. Ich habe überhaupt keine Idee, wie das gehen soll. Ich müsste das in die andere Richtung haben. Also ich müsste hier jetzt echt einmal den machen. Und dann nochmal den machen. Und jetzt müsste ich das nochmal machen. Dann ist es eigentlich so, wie ich es haben möchte. Und jetzt, wo ist denn die lange Mauer? Da ist die. Die geht immer noch in die falsche Richtung. Müsste es genau andersrum haben. Geh mal bitte nochmal. Jetzt nochmal hauen. Ja, es wird besser. Es wird besser. Doch bitte, ja, guck mal. Voll gut. Ich glaube, ich hab's geschnallt. Heieiei, das war eine schwere Geburt für den Fuchs, so. Ich sag's euch. Das habe ich mich wieder mit rumbekleckert, ne? Ich habe leider keine Ausrede mehr. Das ist einfach legit dumm, ne? So. Okay, warte mal. Das geht doch bestimmt auch so. Ja, siehst du, da drehe ich nicht mehr irgendwie an dem Ding noch rum. Nee, das lassen wir so. No. Boah, Kai, wie läuft's? Wie geht's denn so? Ich sag nicht mal Hallo. Dankeschön. Bion. Habe ich gerne gemacht, war mir wieder ein Vergnügen mit euch. Ein weiteres Segenslicht. Schön. Eins noch, Leute. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ja, nur eins noch und dann schenkt es mir wieder richtig Kraft. Keine Sorge, dann geht das los. Dann geht das, wir sagen dazu auch, steil. Ja. Ne? Nun folgen wir aber erstmal dem grünen Licht und holen uns den nächsten wunderschönen Turm. Versuche mal den Händen auszuweichen. Das war mir gerade sehr unangenehm. Da hatte ich richtig gar keinen Bock drauf. Warte, hier ist der nächste. Hatten wir den schon? Warte mal. Wieder auf die Map gucken. Den haben wir noch nicht. Dann kann der sogar bleiben. Trotzdem würde ich jetzt wahrscheinlich... Also das Blaue kann weg. Den haben wir ja gemacht. Löschen. So. Da ist auch noch einer. Ach, voll gut. Mittendrin statt nur dabei. Mega. Ja, ist gut, Hahn. Bleib ruhig. Meine Lieben. Der Hahn. Er ist am Krähen. Und ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wir machen an dieser Stelle einen kleinen, ganz muggeligen Break. Das ist dann noch einer. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern. Unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.